Okay, Leute, ihr seht es. Ich habe Tyrells Macht gefunden. Eine der beliebtesten Rüstungen aus Diablo 2 ist auch in Diablo 3 vorhanden. Hier ist sie zwar nicht ganz so gut, sie hat zum Beispiel keine Immunität gegen Einfrieren. Ich glaube, das war mit Einfrieren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber dafür hat sie zum Beispiel plus 15% erhöht. Des Schaden gegen Dämonen, also. Ah ja, es hat, glaube ich, gar keine Immunität gegen Einfrieren in Diablo 2, sondern auch keinen Haltbarkeitsverlust. Also Unzerstörbarkeit heißt es da. Aber es hat, glaube ich, noch Eisschaden oder so etwas. Jetzt kenne ich es nicht. Also Tyrael, eben der Engel der Gerechtigkeit. Und seine Rüstung heißt Tyraels Macht. Und siehe, es sprach der Engel der Gerechtigkeit sein Urteil zugunsten der Nephalim, die Bücher des Jahl, Band 3. Also, super. Ich bin hier gerade einfach ein bisschen an besseren Sachen farmen und ich habe zum Beispiel dieses Schwert noch gefunden, das mit dem Gem ungefähr 7% mehr Schaden macht als die andere Keule da, hat dafür aber eben diese Giftnoe nicht mehr, aber die war sowieso ein bisschen komisch, also sie ging eben in die Luft, als ich keine Monster mehr hatte und so. Darum habe ich jetzt das ausgewechselt. Und wie ihr seht, habe ich 2 Paragon-Levels schon geschafft. Ich habe hier, mache ich gerade Akt 2, Akt 1 habe ich schon komplett. Habe aber eben erst diese 2 Unix gefunden. Plus etwas, das ich euch nicht zeigen muss. Nämlich ein Set-Ring habe ich noch ergambelt von dieser Dame. Wo ist sie hier? Hier ist sie. In diesem Akt. Und zwar das andere Teil. Ich glaube, es ist die da. Das da. Litanei der Unverdrosselten. Die zusammen geben 15% MF-Chance und ein Skelett, das extrem schwach ist, das nichts geschafft hat und immer, wenn der Gegner down war, auch verschwunden ist. Also nichts Gescheites, aber immerhin das erste Set komplett fertig. Jetzt hoffe ich nur, dass ich noch ein bisschen mehr finde, bis ich morgen wieder aufnehme. Und ja, das war's mit dem kleinen Einblick beim Magic Fine Trans, bei den Magic Fine Trans. Und ja, ah ja, ich habe noch ein anderes Teil gecraftet und das war das, was wir gefunden haben, genau, Kettys Armschienen, da haben wir letzten Ding geschafft, ja, gefunden. Und das habe ich eingelöst und gecraftet und das kam dabei raus, leider wenig Damage, weil Stärke fehlt und irgendwas noch, Offensivstat. Und ja, schade. Aber ja, wäre eine gute Möglichkeit gewesen. So. Also dann bis zum Let's Play, zum nächsten Part. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, ich bin jetzt hier in der PTR, irgendwas so Beta. Und wie ihr seht, sind ein paar Sachen zurückgesetzt worden, weil wahrscheinlich irgendwie Blizzard nicht die neuesten Daten, Save-Daten gemacht hat oder so, aber kein Problem. Da tun wir wieder den hier hin. So. Und wir spielen jetzt einfach ein bisschen PTR, bis es uns langweilig wird. Und wie ihr seht, habe ich sehr viele Erfolge bekommen irgendwie. Keine Ahnung, wieso ich die bekommen habe. Vielleicht, weil ich sie nicht gehabt habe oder so. Okay. Und wir können uns ein neues Lagerfach kaufen. Das ist jetzt auch neu dazugekommen. Oh, schön. Jetzt haben wir ein viertes. Hier kennen wir noch ein Symbol.
tun wir. Dieses Schwert nehmen. So. Ja, was gibt's Neues in der PTR? Es gibt jetzt dieses große Ding. Ich weiß nicht, wie man dort reinkommt. Die Rifts brauchen nur noch ein von diesen Teilen. Das ist sehr toll. Und es gibt ein neues Nephilim oder ein Hellfire Amulett. Dazu noch ein paar Bugfixes und Balances. Zum Beispiel wurde der Mönch wieder ein bisschen stärker gemacht und so weiter. Und ja, jetzt habe ich leider die Tyrais Armor nicht, die ich ja vor diesem Beginn gezeigt habe. Und place a Keystone to open a Nephilim Rift. Create a Keystone will open greater Nephilim Rifts with offer more challenges and greater rewards. Also wir müssen große auch finden für größere Keystones. Dann machen wir die Keystones mal hier runter und nehmen einen mit. Ich will nur einen. Genau. Ich will nur einen mitnehmen. So. Dann starten wir mal das. Genau. Also die neuen Sachen, die sind jetzt auf Englisch, weil es noch nicht übersetzt worden ist. Aber mal schauen, wie, was uns jetzt hier erwartet. Ob hier auch irgendwas geändert wurde. Ich glaube, es kam auch ein neues Gebiet. Ein eine Kanalisation oder so. Ist ein bisschen laut. Oh, ich muss alles leise machen. Viel zu laut, dieses Spiel. Und ja, es hat extrem lange gedauert, bis ich das gedownloadet habe. Blizzard ist völlig überlastet. Ich musste 5 Minuten warten, damit ich überhaupt hier ins Spiel reinkomme. Weil so viele Leute wollen dieses natürlich austesten, das neue PTR, die neue Pre-Release-Version. Und ja. Ich hoffe, wir finden einen großen, so schnell wie möglich, damit ich euch das zeigen kann. Aber ich werde natürlich vor dem Patch 2.1 schon zurückgehen und dort weitermachen. Gehen wir in nächstes, die nächste Ebene. Grüß Gottchen. Oh. Die Dinge werden jetzt angezeigt. Das ist auch gut. Ah ja, und der Mauszeiger ist auch neu. Das habe ich jetzt noch vergessen. Die Goldklumpchen werden auch angezeigt seit neuestem. Weil die wahrscheinlich sehr schlecht gesehen worden sind von manchen Spielen. Bei mir, ich hatte jetzt das Problem nicht so. Aber ich habe mich auch nie konzentriert auf die Goldstückchen. So, schauen wir mal, wo es hier auch noch weitergeht. Hier nicht. Was noch zum Nephilim, also zum Hellfire Amulett. Das hat jetzt passive Dinge, die zum Charakter passen. Und zum Beispiel passive oder Runen Skills geben. Und so weiter. Also mal schauen, ob wir das ja so schnell wie möglich holen können. Aber eben dafür muss ich die Schlüsselwächter töten. Und das ist nicht gerade leicht, weil die nie eigentlich droppen. Und auch nicht immer da sind. Ah, Grüße. Die Schamanen, die sagen Hallo. Dieser Balken ist auch neu designt worden.
Okay. Teleport, also so ein zu ihm schleuderteil. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Vortex, genau, Vortex heißt das. Die ziehen einem an sie ran und ja. Für Fernkämpfer nicht so nett. Aber wir sind so zäh, uns juckt das nichts. Heute ist nicht euer Tag. Und die Skelettbestie will sterben. Neuer Schrein. Gehen wir zuerst nach unten. Die Skelettbestie plötzlich erschienen ist. Genau, du Bestie, stirbst jetzt einmal. Und hier haben wir eine neue Stangenwaffe. Ich will nicht immer Stangenwaffen. Oder Speere. Nicht? Ja, gut. Oh, die ist besser. Viel besser. Sehr schön. Das können wir hier nicht wieder wechseln. Ah, haben schon himmlische Stärke. Okay. Dann können wir eigentlich auch schon 239. Ich denke mal, ja, es wäre besser dann, wenn wir den Feuerring holen in einem höheren Schwierigkeitsgrad, das machen, weil dann die Dropchance von diesen Fragmenten höher ist. Aber das muss ich also noch nachschauen, wo die Schlüsselwächter überhaupt sind. Ich weiß sie, glaube ich, in allen vier Akten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also der erste ist im Felde des Elends. Neulich im Portal. Was ist denn das für ein Emblem? Aha, fängt das wieder neu an, okay. Da haben wahrscheinlich sind alle Achievements zurückgesetzt worden. Weil wir ja den Account neu haben auf diesen, weil es ein eigener Server ist. Deshalb habe ich am Anfang auch so viele Achievements bekommen. Jetzt verstehe ich, okay? Ich wollte einfach sagen, dass
eben die Drop-Chance recht gering ist für die Schlüssel. Und dann müssen wir noch zwei Bosse besiegen. Pro Nephilim-Portal. Oder pro Hellfire-Portal, eher gesagt. Hier unten ist nichts. Ja, im zweiten Akt ist der Schlüsselwächter in der Oase. Aber auch eben nicht immer da. Und im dritten Akt ist sie, glaube ich, im zweiten Gebiet auf der Mauer, also auf der zweiten Mauer. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Mauer heißt. Und im vierten ist sie im Silberturm da. Wie der Turm heißt. Im fünften Akt gibt es gar keinen wahrscheinlich. Also wenn wir jetzt kein großes finden, dann gehen wir mal die suchen. Aber da muss ich zu kurz nochmals reingehen, also rausgehen, Schwierigkeitsgrad erhöhen und dann wieder reinkommen. Weil das ja so lange geht. Das ist kurz schneiden. Hallo, die Spinne, die Binderin. Wir machen sehr viel Damage jetzt schon. So, haben wir ein großes gefunden? Wie sehen die denn aus, die großen? Scheinbar nicht. Auch kein kleines natürlich. Wahrscheinlich bekommt man die wirklich nur bei Aufträgen über. Und nicht von Monster. Also. Dann mache ich im zweiten Part die Aufträge und dann aus dem zweiten Part diese Aufnahmesession natürlich und dann im dritten Part machen wir dann die das große Nephilim-Portal. Sollte ich bis dann natürlich ein großes von diesen Schlüsselsteinen gefunden haben. Der muss dort oben sein. Seiten. Der Speer sieht nicht schlecht aus. Aber ist mir nicht neu. Den habe ich schon ein paar Mal gefunden. Einfach in schwächerer Version, natürlich. Das wollte ich eigentlich nicht. Raus. Aha, okay. Dann werden wir mal schauen, ob die Schlüsselwächter da sind. So.
den hier rein, die Engelsflügel mal wieder anmachen. Ich will nicht ein neues Amulett. Sodele, ja, okay, wir könnten sie verkaufen, ja, okay. Wir zerstören sie. Oh, bessere Handschuhe, aber bringt uns nichts. So, jetzt können wir nochmals kurz Glücksspiel machen. Oh. Hier rein. So. Glücksspiel machen. Auch wieder mit den Ringen. Weil ich ja einen neuen Nagelring haben will. Und zwar hier, wie viel haben wir? Okay, 8 Ringe. Schade. Okay, egal. Die Ringe verkaufen wir jetzt. Also jetzt holen wir die Sachen, also die Schlüsselwächter suchen wir jetzt. Ich schau mal hier, Steinfort, genau, und dann ins nächste. Werwälder, Himmelskrone, nein, das ist der Steinfort, ist diese Gegend. Suchen wir mal den Schlüsselwächter, ob er hier ist. Sonst ist er halt in der vorherigen Ebene. Keine Ahnung. Oh, ein Fettsack ist hier oben. Wegen dir stürzt noch die Mauer ein, oder was? Hat jemand Probleme mit dem Essen? Zu viel gegessen? Probleme mit dem Gewicht? Geht doch nicht. Kann man das schon erhöhen? Um 1 kann man es schon erhöhen. Dann haben wir schon mal eine höhere Chance. Ist nix. No, nicht wieder ein Fettsack. Na, Schlüsselwächter, bist du hier irgendwo? Ich brauch dich, ich brauch den Schlüssel von dir. Komm mal hoch. Kommt hier keiner? Okay. Da kommt einer. Kuckuckseli. Da wird noch angezeigt, wie viel Geld man in 5 Sekunden oder so eingesammelt hat. Das ist auch neu. Aha. Doch mehr neu, als ich dachte. Ja, vielleicht kann er hier oben sein. Schlüsselwächter. Nö.
kurz dorthin. Hier oben ist nichts. Was ist das da unten? Ah, eine Belagerungsbestie. Hallo, Schlüsselwächter. Okay, ich denke, das ist das Falsche. Müssen wir doch zurückgehen. Ja. Gehen wir kurz zurück. Ja, da kommt ein großer. Oh, friert noch ein. Ich friere zu oft ein. Haut ab. Ja, hier ist mehr los. grüner Goblin. Kommt mir bekannt vor. Die Ah nein, das sind das sind Goblins. Also Gefallene. Okay, unten ist es zerstört. Eine Tür. Nein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann die Hilfe nicht ausschalten. Account. Gameplay. Tutorials, Tooltips. Kann man nicht alles schalten. Defensiv, Widerstand bitte. Oben ist wie so eine Kotzgrube. Dankeschön. Versterben. Ein Lärmbringer weniger. Gebt mir jetzt endlich diesen Schlüsselwächter. Muss doch irgendwo hier sein. Nein, die besiege ich jetzt nicht. Bist du da irgendwo?
Unten? Nö. Albtraumhaft und elektrisierend ist jetzt nicht so gut, weil wir dann durch die Elektrifizieren immer abhauen. Das natürlich oft Schaden macht. Scheinbar nicht, also müssen wir eine neue Karte anfangen. Also neue Ding. Rausgehen, wieder reingehen. Neu laden. Okay. Das ist nämlich jetzt wieder der Start. Denke ich mal. Ja. Also kein Schlüsselwächter diesmal hier. Oh, geh weg. Ja, das ist jetzt der Anfang gut. Dafür geht es noch eine Abschlusstruhe. Also dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, hoffentlich. Und ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Und ja, mal schauen, was sich so tut in den großen Nephilim-Portalen, was sich getan hat in den Höllenfeuerteilen, wo wir jetzt ein Amulett finden. Eventuell bekommen wir einen Ring und ein Amulett. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Informationen bekommen. Ja, mal schauen. Also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Bye.